Ich bin Melina, ich bin Jungjägerin und helfe hier am Sam Schüppach und seinem Team während der Rehgitzi-Saison die Rehgitzi zu retten. Wir sind hier im schönen Emmittal, in der Region Trachselwald. Wir haben hier viel Landwirtschaft, viele Felder, viele Tiere. Im Mai, wenn das Gras am höchsten ist, setzen ausgerechnet Rehgeissen ihre Rehgitzi ins hohe Gras. Die Rehgeissen können davon, aber die kleinen Rehgitzi schaffen es nicht und ducken sich. Wir sind dafür da, dass die Bauern sich bei uns melden können und dass wir die Felder mit der Drohne abfliegen mit der Wärmebildkamera. Ich bin Held Christoph von Schönetil. Ja, vor einer Woche eine Rehgeiss gesehen mit zwei Jungen. Jetzt hatte ich eben Bedenken, sie könnten noch drinnen sein. Ja, wir sind hier auf der Harredeck. Wir sind jetzt hier hinten nach Danne da die Seite geflogen. Und wir sind jetzt heute Morgen schon ein bisschen spät dran gewesen, für zu fliegen. Weil die Sonne war relativ intensiv heute Morgen und hat schon aufwärmen. Aber es hat gleich angezeigt, dass nichts drinnen ist. Ich werde jetzt ein bisschen sagen, wie das geht genau, warum dass wir hier sind. Zuerst einmal tut der Bauer die Felder eingeben und dann tut er nachher dem Hegechef anrufen. Der Drohnenpilot tut nachher probieren, die Jäger aufzubieten, die ihm am Morgen früh, um 5, 6, die helfen, die Heubitzen abzufliegen. Das sind alles Jäger, die für das Wild da sind, die dem Wild helfen wollen, dass sie nicht vermeidet werden. Siehst du, jetzt geht es hier Richtung Strasse zu. Und dann geht es dem Weg nach hinten. Ist gut? Ja. Dann haben wir nichts gefunden. Eben der Drohnenpilot. Tun wir das Ganze daheim am PC programmieren, tun es nachher über eine externe Cloud aufladen und von dort wieder Steuerung abladen, sodass ich am Morgen, wenn ich auf dem Feld draußen bin, mit auf der Steuerung drauf, das Feld drauf habe, das ich nachher klappe. Aber da hier ist was. Ja, es sind zwei Sachen. Links, meinst du? Ja. Der da. Der. Rechts. Gerade ziemlich gerade unter ESP. Schau da, ist nicht noch etwas nebendran? Also das ist ein Kitz. Eindeutig. Die Schnur voraus haben. Wieso gehen die Rehgänge ins Heugras ihre Kitz ablegen? Die Rehgeissen immer ein bisschen suchen, wo möglichst hoches Gras ist. Dann setzen sie die Kitz dort reinsetzen. Und das Gras tut sich nachher von oben schier so ein bisschen über die Kitz legen. Und dann sind die geschützt. Die Rehkitz, die bleiben in diesem Feld drin. Die haben sich still, die ducken sich, bis sie eine Woche, anderthalb Wochen alt sind. Und dann fangen sie nachher an, ein bisschen in diesem Heubitz rumlaufen und die wieder abliegen. Aber dann ist es noch Gefahr, dass wenn die Maschine kommt, dass sie nicht kommen können, dort zu gehen. Und wenn wir dann eins daraus jagen können, dann tun wir sie im Wald und der Bauer muss sofort mähen. Dass sie nicht wieder reingehen, wenn sie schon fein mobil sind. Wir fahren morgen in der Regel um 5 Uhr an oder ein bisschen danach, je nachdem, wenn die Sonne schlussendlich vorkommt. Noch für das Haus da Jäcke. Das ist für eine Jäcke. Ja, schau da. Ja, alles wieder eins. Ja, das ist eins. 20 cm über dem Startpunkt hier. Aha, da oben, siehst du? Ja, die Drohne sieht man. Siehst du ja. Wie hoch vom Boden. Los, bewegt sie mal einfach hier. Kopf. 1 gegen 6. Ja, juff. Also, rein schauen. Ja.
hast du das Kitz schon gefunden? Ich kann mit der Drohne schauen. Ich weiß nicht genau. Ja, ich tue dich gerade anweisen. Das ist gut. Von dort aus, wo du jetzt stehst, 11, noch etwa 3 Meter. Stopp. Mehr gegen 11 zu. Also 10 jetzt schon von dir auf. Jetzt kommt es gut, noch 2 Meter. Das ist doch ziemlich gross. He. Okay, jetzt ist es fort. Es geht Richtung Wald zu. Ist gut. Okay, jetzt nehmen wir gleich das Nächste. Aber ich muss erst geschwind zurück die Batterie wechseln. Ich mache zuerst einmal einen Flug. Genau diesen Wegpunkten an, die ich am Abend vorher auf dem PC programmiert habe. Meine Helfer schauen auf der Wärmebildkamera auf dem Monitor nachher, ob sie etwas sehen. Und sobald sie etwas sehen, tue ich anhalten mit dem Programm, das geflogen wird. Und nachher einen sogenannten POI setzen, das heisst Point of Interest, wo ich nachher in einem zweiten Durchgang anfliege. Und so schauen, ob dort etwas drin ist. Jetzt ist die aber gefährlich. Genau. Schau da. Das ist der erste Hudel dort, also der erste Stecken. Ja. Wenn Bildschirm das Kitz ist identifiziert wurde, geht das Team raus mit der Kiste, deckt es unter der Kiste ab und sichert es so vor dem Maitod. Markiert den Standort. Der Bauer, der Maid innerhalb von maximal 3 Stunden. Und dann kommt jemand von den Jägern, der das Kitz wieder rauslässt und dann nimmt die Mutter an. Und damit ist die Familie wieder komplett. Die ist rot, das zeichnet hier. Wir fliegen jetzt bis da zu diesem Punkt 1. Zuerst ist er aufgegangen hier. Den habe ich gemeint. Ja, da. Ja, der ja, Punkt hier. Ja. Du kannst dich auf den Weg machen. Das ist genau unter der Zone. Und dann tust du mir ja. Da oben die Hand raus haben, so dass ich dir sagen kann, in welche Richtung. Also. Jetzt habe ich die auf dem Bildschirm. Strecke mal die Hand aus. So wie du jetzt stehst, musst du Richtung 11 zulaufen. 11. Noch ein bisschen mehr. Noch mehr. So, geradeaus jetzt. Achtung, du bist fast offen. Gib mir noch einmal die Hand. Genau da vorne ist das Kitz. Etwa 2 Meter von dir fort. Und heute sind wir jetzt hier und haben das Glück gehabt, dass wir zwei Kitzli, ganz junge, rausnehmen konnten und vor dem Maitod retten. Die Kitz, wenn sie so klein sind, dann muss man sie sorgfältig mit Gras probieren rauszunehmen und in den Waldrand tun, in näher. Oder wenn irgendein Gewächsspitz ist, dann kann man es auch dort tun. Man muss es einfach nicht zu weit fort tun, dass sie nachher die Regen wieder kommt. Das ist heute Morgen tiptop gelungen. Das war eine gute Sache. Ich danke allen, die hier mitgeholfen haben.